René Pauritsch, Trainer der U21 Nationalmannschaft Liechtensteins, das zweitletzte EM-Qualifikationsspiel gegen Holland. Das Hinspiel ist 0:3 ausgegangen. Was erwartet Sie in diesem Spiel? Wiederum eine ganz schwere Aufgabe für uns. Wir sind in der finalen Phase der Gruppe und Holland könnte mit einem klaren Sieg praktisch die Gruppe für sich vorzeitig entscheiden. Also werden Sie definitiv Vollgas geben? So ist es. Das erwarten wir auch. Sie werden versuchen, so schnell wie möglich das Spiel für sich zu entscheiden und dann versuchen, das Torverhältnis aufzubessern. Das A-Nationalteam spielt ja zeitgleich gegen Island. Schade, ein paar Spieler mussten Sie ins A-Team abgeben. Wie sehr schmerzt sowas? Der Sandro Wiese gesperrt, also das schmerzt gar nicht, weil er nicht spielen könnte für uns. Und die Aufgabe von U21 ist es, Spieler für die Nationalmannschaft zu formen. Und je mehr raufkommen, ja, das ist eigentlich die Aufgabe des U21-Nationalteams. Wichtig ist, dass wir Österreich stärker einbringen, oder? Dass wir den Ball auch laufen lassen, dass wir nicht nach hinten nachspringen und ja, auf unsere Chance lauern, wenn sie nicht parat sind von Anfang an. Und, ich denke, das Spiel fängt jetzt mal bei 0-0 an und dann ja, ist jedes Spiel anders. Und wenn wir Glück haben, vielleicht schiessen wir ein Goal oder etwas und es lädt jedem Spiel etwas hin, auch wenn natürlich ja, die Chance relativ gering ist. Aber wieso ist es nicht das Mal das Spiel, wo wir etwas reissen können? Ja? Ich bin gut vorbereitet, mit Eschen gut in die Saison gestartet und ich hoffe, dass ich wieder eine gute Leistung abrufen kann. Das Hinspiel ist 0:3 ausgegangen. Mit was für einem Ergebnis würden Sie sich dieses Mal zufrieden geben? Von einem Ergebnis möchte ich nicht reden. Ich möchte einfach haben, dass wir so wie in den letzten Spielen erhobenen Hauptes vom Platz gehen können, wo jeder sagen kann, ich habe alles gegeben, um eine super Leistung zu bringen.